Der Amazonas. Ein Gebiet, das wir schon immer näher kennenlernen wollten. Hier befindet sich nicht nur der größte Regenwald der Welt, sondern auch der wasserreichste Fluss weltweit. Man hört immer wieder von der besonderen Artenvielfalt in dieser Region. Aber so richtig ist uns der Amazonas-Regenwald wohl eher als die Lunge unseres Planeten bekannt. Aber wie ist eigentlich das Leben in dieser Region? Mit etwas mehr als 6.700.000 Quadratkilometern Fläche ist der Amazonas-Regenwald größer als die gesamte Europäische Union. Er erstreckt sich auf 9 südamerikanische Länder, wobei sich der größte Teil in den Ländern Brasilien, Peru und Kolumbien befindet. Und genau durch diese 3 Länder sind wir gereist, um einen Einblick in die Region, die Kultur und das Leben im Amazonas zu erhalten. Die letzten 2 Monate sind wir durch Kolumbien gereist und konnten in San José de Guevara bereits den Anfang des kolumbianischen Amazonas kennenlernen. Doch jetzt fliegen wir mitten in den Regenwald. Von Bogotá geht es mit dem Flugzeug nach Leticia, zum Dreiländereck Kolumbien, Brasilien und Peru. Als ein kleiner Tipp für euch, Flüge in den Amazonas sind in Peru und in Kolumbien viel günstiger als zum Beispiel in Brasilien. Bom dia! Nein, noch ist Buenos Dias, gleich ist Bom dia. Wir sind nämlich mitten im Amazonas im Dschungel und wir sind in Leticia. Das ist eine ganz besondere Stadt und zwar sind wir hier am Dreiländereck zwischen Peru, Brasilien und Kolumbien. Wir sind noch in Kolumbien, aber auf der anderen Seite gibt es eine Stadt, die Zwillingsstadt von Leticia, Tabatinga. Und Laura hat gesagt, sie vermisst Brasilien so sehr, deswegen gehen wir jetzt nach Tabatinga und schauen mal, wie es da ist. Auf dem Weg zur Grenze haben wir bei einem Saftverkäufer angehalten. Und dieser erzählte uns ein wenig über das Leben am Dreiländereck. Sorgo Naturales. Laura hat gerade gefragt, ob man hier auch mit Real bezahlen kann. Der Mann, mit dem wir gerade eben gesprochen haben, der Verkäufer von Hugo Naturales, kommt auch aus Venezuela. Also ist echt krass, dass überall hier in den großen Städten sowieso viele, viele Leute aus Venezuela kommen. Aber selbst hier in Leticia, das ist halt ein bisschen ähnlich wie bei uns mit der Flüchtlingskrise, mit den Syrern, die wir jetzt in Deutschland haben oder in der Ukraine. Hier ist es halt, überall hast du Venezolaner. Also ich war vor 3 Jahren in Buenos Aires, da waren auch krass viele Venezolaner. Und hier in Kolumbien ist nochmal deutlich mehr. Also ist eigentlich eine vergleichbare Situation. Und wir sind angekommen an der Grenze. Amazonas, Leticia. Da steht schon Frontera, Grenze. Und wir sind noch in Kolumbien. Wenn wir jetzt gerade rausgehen, geht es nach Brasilien oder nach rechts, nach Peru. Die Grenze kann man ohne Passkontrolle überqueren, denn Leticia und Tabatinga sind wie eine große Stadt, geteilt in 2 Länder, wie wir jedoch herausfanden, mit großen Unterschieden. Hier änderte sich nicht nur die Sprache, sondern auch die Biermarken, das Essen und natürlich die Musik. Ey, da Laura, hast du den Funk vermisst? Wieder brasilianische Musik am Start hier. Hier schöne Weihnachtsdekoration schon dort oben. Und der Kollege hier hat uns gerade den Weg erklärt. Und jetzt schenkt er mir noch ein Bier. So freundlich sind die Leute hier in Tabatinga. Für mich war in diesem Moment alles ganz normal. Aber schaut euch Lauras Gesicht an. Ich habe mir gerade eben nochmal die Videos von heute angeguckt. Und da habe ich Lauras Gesicht gesehen, als ich mit dem Motorradfahrer gesprochen habe. Laura, was dachtest du in dem Moment? Ai, Dominique, na hora que ele chamou, Dominique quer uma cerveja, começou a procurar na bolsa, eu só fiquei de longe, só observando e rezando, né? Porque eu achei que ele ia sacar uma arma e tome, né? Passa tudo.
mas não passou nada, graças a Deus. Mas tem que vigiar, não pode confiar. Ainda mais gente dando coisa de graça. Ai, ai, viu? Das ist halt die Realität hier in Kolumbien oder Brasilien. Man muss halt immer aufpassen. Bei dem hatte ich halt ein positives Gefühl, weil er mir vorher gesagt hat, er ist vom Militär. Aber kann natürlich auch gelogen sein. Ja. Und Lauras Gesicht hat alles gesagt. Also passt auf. Und hier ist das Militär stationiert in Brasilien. Der Mann, der mir gerade ein Bier ausgegeben hat, kommt auch vom Militär, hat er erzählt. Er meinte, hier ist sicher lang zu laufen, aber da hinten links lang ist die rote Zone und da sollte man lieber nicht lang gehen, weil hier gibt es viel Drogenschmuggel, Guerillas und so weiter. Aber Laura will den botanischen Garten sehen. Hier. Ah, hier? Ein Apfel. precisamos pagar aqui, entrada, sim. Quanto? 5 reais por pessoa. Podemos pagar com pesos colombianos, sim. E fica quanto? Fica lá mesmo. É o não por um aqui no Brasil. Ah, 5 mil. Eita, der Apfel will mein Bier trinken. Im Botanischen Garten gibt es viele verschiedene Tierarten des Amazonas zu sehen. Und später erzählten die Jungs uns, dass es kein Zoo ist, sondern ein Rehabilitationszentrum der Tiere. Und außerdem erzählten sie uns... A história do avião. Esse avião pousou no aeroporto aqui de Tabatinga. E os pilotos, era um piloto, um copiloto, um ajudante, e eles saíram do nada. Só que aí não tinha autorização do avião para pousar. Ninguém sabia de nada, de quem era, de onde que veio, por que que estava aí. E depois foram descobrir que estava cheio de droga. E aí, o que fizeram? Não sei. Fizeram alguma coisa com as drogas, acho que queimaram, não sei, ou utilizaram. E o avião ficou lá. E aí, depois de alguns anos, trouxeram pra cá, em 2011. E agora ele tá aqui no zoo. E é isso. Es ist kein richtiger Zoo, sondern es ist eher ein Rehabilitationscenter für die Tiere. Die Tiere, die hier irgendwie in der Stadt gesehen werden, denen es nicht mehr so gut geht, die abgemagert sind oder irgendwelche Verletzungen haben, die werden hier aufgenommen, werden wieder fit gemacht und die meisten werden dann wieder freigelassen. Aber es gibt auch einige, die werden nicht freigelassen, weil die sich entweder an die Tiere gewohnt haben oder daran gewohnt haben, dass man Essen bekommt. Das heißt, sie können nicht mehr in der Wildnis überleben. Und auch, weil die Menschen teilweise hier die Affen oder die Jaguar oder sonst was dann töten würden und essen würden. Und deswegen werden die dann teilweise gar nicht mehr freigelassen. Mitten auf dem Weg hier auf einmal eine Schlange. Aber die ist tot, glaube ich, Laura. Guten Morgen aus Leticia. Ja. Wir gehen jetzt auf unseren ersten Trip hier im Amazonas und haben gerade schon alles geprobt mit unserem Guide. Und jetzt sind wir hier direkt am Amazonas. Hier ist ordentlich was los. Wow. Und da sind die ganzen Schiffe. Der Ort, an dem wir uns hier befinden, Leticia, ist komplett isoliert vom Rest des Landes. Also man kann hier nur herkommen, entweder mit dem Boot über den Amazonas oder halt über das Flugzeug. Es gibt hier keine einzige Straße her. Deswegen sieht man auch, wie viele Boote hier sind. Also dieses Dorf oder beziehungsweise die kleine Stadt ist komplett abhängig vom Amazonas. Die andere Seite des Flusses ist schon Peru. Also wir sind noch in Kolumbien. Und wie man sieht, ist der Fluss zurzeit auch mega flach. Normalerweise, wenn viel Regen kommt und so weiter, dann ist der Fluss viel höher. Man sieht das hier auch, dass man sich hier gegen schützt, gegen Hochwasser. Das alles ist teilweise unter Wasser. Ich denke bis April. Bis April. Und jetzt ist der Flach komplett tief flach. Deswegen kann man teilweise auch ein paar Sachen ja beim Trip nicht machen, aber okay, mal schauen, wie es wird. Das ist der Amazonas, der größte Fluss der Welt in Bezug auf Abflussmenge und Wasservolumen. Zugleich ist es der wichtigste Transportweg für die Menschen in dieser Region und gleichzeitig eine wichtige Wasserressource für den Anbau von Lebensmitteln. Zurzeit befinden wir uns am Ende der Trockenzeit. Der Fluss ist sehr niedrig und wir können mit unseren Booten nicht am Ufer anlegen. Deswegen müssen wir diesen mehrere hundert Meter langen Steg langlaufen. Ich hoffe, ich falle hier nicht rein. Laura, pass auf, dass du nicht reinfällst. Und wir sind angekommen in Peru. Ohne Reisepass, ohne alles. Hier ist einfach alles möglich. Hier kann man
zu den anderen Städten gehen. Er meinte, das ist wie ein großes Dorf und alle unterstützen sich gegenseitig. Vor allem jetzt bei den Ölpreisen gibt es große Unterschiede zwischen Brasilien, Peru und Kolumbien. Kolumbien hat das günstigste Öl, deswegen kommen die Peruaner und die Brasilianer, die hier in der Umgebung wohnen, im Dreiländereck, alle nach Kolumbien, um dort das Öl zu kaufen. Also es ist wirklich wie ein großes Dorf hier. Hier wird überall Gemüse angebaut, Mais, Bohnen, Reis, das hier ist Reis, Reisplantage. Ich auch nicht. En junio, en mayo el río empezó a bajar el 10 de mayo. En junio se colocó semilla y en noviembre ya está listo para recoger. Ya estamos en diciembre, esto está un poquito demorado. Pero esto es de aquí de la región. Agricultura, pesca, comercio y turismo beneficia a la comunidad de Puerto Alegría, Perú. Esto es orgánico, no para vender, es para el consumo de la comunidad. Pero cada uno tiene su parcela y se la vende a los otros, el producto. Was für eine Arbeit, alles zum Haus, oder? Und hier sieht man richtig, wie anders die Häuser gebaut sind. Einfach, wenn der Fluss groß wird und wächst, dann hat man halt hier diese ganzen Fehler, dass man nicht direkt unter Wasser steht. Mega interessant. Danach fuhren wir zu Isla de los Micos, der Insel der Affen. Ich glaube, ich brauche nicht zu erklären, wieso sie so heißt. Außerdem besuchten wir eine indigene Gemeinschaft in Brasilien und erkundeten zum Abschluss die wundervolle Amazonasstadt Puerto Nariño. Alles in allem war der Trip ein toller Einblick, aber nicht die Art Tourismus, die wir mögen. Wir sind fürs Selbstentdecken, Landschaften ausfindig machen und Menschen und Kulturen kennenlernen, so wie sie sind und nicht gestellt, nur weil Touristen kommen. Und genau aus diesem Grund gefiel uns der Ausflug am nächsten Tag so viel besser. Hier konnte man die Stadt alleine erkunden und wurde nicht nur in die Souvenirshops gedrängt. Man hatte eben einen echten Einblick, wie die Menschen im Amazonas leben. Wir sind angekommen in Islandia, eine kleine Insel, die noch zu Peru gehört. Auf der anderen Seite ist schon Brasilien. Ich würde sagen, das ist so wie Venezia. Weil wenn der Fluss hoch ist, kommen alle hier und das ist alles unter Wasser. Ja, deswegen ist das so gebaut hier, wie ihr es seht. Alles mit Pfählen, alles mit Wasser gefüllt, wenn der Fluss hoch ist. Bloß ein paar Ziegen. Und wir gehen jetzt hier auf den Markt und schauen mal, was man hier so Leckeres kaufen kann. Wir haben beide noch nicht gefrühstückt, Laura und ich, deswegen haben wir mega Hunger. Ich hoffe, wir finden irgendwas Leckeres. Endlich wieder Tamales. Schmeckt gut? Ja, der ist ja auch weit. Und die Menschen hier in dem Dorf sind einfach so heftig freundlich. Alle sagen einem hier direkt Hallo, Buenos Dias. Das kenne ich in Deutschland nur aus dem Wald. Auf der Straße sagt sich niemand Hallo, im Wald auf einmal sagt jeder Moin. Mega interessant, dieser Ort. War so heftig wackelig auf diesen Brettern hier. Aber die ganze Stadt ist einfach hochgebaut. Mega interessant. Das stimmt, was Laura gerade gesagt hat. Jetzt sieht das alles noch cool aus und alles mega interessant und spannend. Aber stellt euch mal vor, ihr müsst diesen Weg nachts gehen. Hier ist kein Licht, nirgendwo. Und dann ist ja auch noch, jetzt ist sogar noch schlimmer als mit Wasser. Weil wenn du hier runterfällst, kannst du dich sogar verletzen. Mit Wasser fällst du nur ins Wasser. Mega verrückt. Das ist verrückt, wie man so leben kann, ne? Das ist echt verrückt. Nachdem wir Islandia erkundet haben, ging es für uns tief in den Amazonas-Regenwald. Und hier sollten wir jetzt das Wildleben kennenlernen. Der Suche nach Anacondas. Zunächst einmal gingen wir auf die Suche nach Flussdelfinen. Im Amazonas gibt es nämlich zwei verschiedene Arten von Delfinen, graue und pink. Die grauen sind dafür bekannt, dass sie gerne in die Luft springen. Außerdem angelten wir Piranhas und besuchten eine indigene Gemeinschaft, welche mitten im Dschungel und zusammen mit verschiedenen Tieren lebt. Endlich! Was soll man wieder reinlassen? Das ist immer dieses scheiß Gefühl beim Angeln. Man hat einen Fisch gefangen, man freut sich, aber auf der anderen Seite sieht man einfach, dass der Fisch sich quält. Und man will ihn am liebsten wieder reinschmeißen, aber das sind Piranhas und wenn die Piranhas gebissen haben, dann bluten die halt. Wenn man die wieder reinschmeißt, dann fressen die anderen Piranhas sie.
Deswegen ja, kann man sie nicht zurück reinwerfen. Ausgetrocknet, der Boden ist komplett trocken. Wir gehen jetzt auf die Suche nach Anacondas und Affen. Aber auch Anacondas, Laura. Mach dir keine Sorgen. Hier machen die gerade ihr Holz fertig für die neuen Hütten. Wird alles frisch gesägt. Detail genau, wie man hier sieht. Krass. Hola. Wir filmen zurück. Alter, Laura, du hast auf einmal einen Fisch für Piraku, das Monster des Amazonas. So schnell? Muy rápido. Agua, Laura, vamos. Siehst du, ja? Ich sehe ihn nicht, aber gleich. Ahí está. Okay. Ah, da ist er. Ja. Hay dos. Siehst du? Ahí está, hay tres. Muy bien. Casi lo saca. Laura, du weißt, wie man das macht. Wir durften gerade unsere Piranhas, die wir vorhin gefischt haben, an das Monster des Amazonas verfüttern. El Piraruku. Ein Fisch, fast 6 Meter, bis zu 6 Meter groß, ne? Nein, die große, schon gefunden hier im Amazonas, war 6 Meter lang. Und wir haben das gar nicht gesehen. Der war so schnell, der Fisch, der Piranha war direkt weg. Alter, Leute, zieht euch das rein. Das ist ein Piraruku. Piraruku? So wie wir ihn gerade eben gefüttert haben mit den Piranhas. Er springt nicht, weil er so fett ist. Ja. So wie ich. Aber auf jeden Fall mega krass. Und jetzt gehen wir zur Anaconda. Si él quisiera, pudiera. Pero estos animales, cuando uno se los alimenta, no se los maltrata, no se los golpea, ellos no se sienten amenazados, ni en peligro. Also, die Anaconda hat es echt in sich. Er hat uns gerade erzählt, dass es auch schon viele Fälle gab von indigenen Stämmen, dass die von den Anacondas attackiert wurden und halt gefressen. Also, die sind gestorben wegen der Anaconda. Keine Ahnung, macht keinen Unterschied, ob es Kinder, Frauen sind, auch erwachsene Männer, alle haben keine Chance gegen die Anaconda. Also am Land kann man vielleicht Glück haben, dass man sich noch irgendwie befreien kann, aber sobald irgendwas am Ufer, am Wasser passiert, dann unmöglich, da ist die Anaconda zu stark. Aber was muss man machen, wenn eine Anaconda so, weil sie geht so, ne, herum? Weiß nicht. Ich hab's nicht verstanden. Beißen? Beißen. Also man muss die Anaconda beißen. Falls sie irgendwann mal in die Bedrohung kommt von Anaconda, ja, wirklich, direkt beißen. Weil wir haben Bakterien. Und wenn wir die Schlange beißen, dann ist sie so wie ein Gift. Am Schluss des Tages haben wir einen echten Geheimtipp für euch. Denn in Letizia gibt es den Park Santander, in dem man jeden Abend einen riesigen Vogelschwarm im Sonnenuntergang fliegen sehen kann. Und um noch einen besseren Ausblick zu haben, kann man für nur 1 Euro auf den Glockenturm der Kirche gehen. Wir sind gerade auf dem Kirchturm in Letizia. Gucken wir uns hier den Sonnenuntergang an. Und es gibt hier in dem Park Vögel, die sich hier zusammentreffen. Ich hoffe, ihr seht das da in dem Baum. Einfach eine unnormale Masse an Vögeln. Ein Blick über Letizia. Da kommen sie gerade angeflogen, die Vögel. Da hinten ist der Amazonas. Wow! Alter Schwede! Letizia ist der perfekte Ort, um einen vielseitigen Einblick in den Amazonas erhalten zu können. Von hier aus kann man die Unterschiede der verschiedenen Nationen kennenlernen und gleichzeitig Tages- oder Langzeittrips in den Dschungel des Amazonas unternehmen. Allerdings ist uns aufgefallen, dass Langzeittrips relativ teuer sind, weshalb wir uns dagegen entscheiden und diese Art Trip für den nächsten Ort aufschieben. Von hier aus soll unsere Reise nämlich weiter nach Manaus gehen.
Um nach Manaus zu kommen, kann man entweder mit dem Boot den Amazonas entlang fahren, welches die preisgünstigste Variante ist, jedoch auch bis zu 3 Tage dauert. Oder man fliegt mit dem Flugzeug, so wie wir. Wie man hier bereits sehen kann, gibt es östlich von Manaus ein einzigartiges Naturspektakel, welches wir direkt am ersten Tag in Angriff nahmen. Bom dia aus Manaus. Bom dia, bom dia. Heute startet unser erster Trip im Amazonas-Regenwald. Gleich fahren wir zum Encontros das Aguas, wo 2 Flüsse aufeinandertreffen. Und natürlich, wie immer, nehmen wir euch mit. Also, auf geht's! Das ist das Zusammentreffen der beiden Flüsse Rio Negro auf der linken und dem Amazonas auf der rechten Seite. Die Grenze zwischen den beiden Flüssen verläuft über 18 Kilometer, bis der Amazonas die Oberhand nimmt und den Rio Negro verdrängt. Ich kann einfach nur sagen, die Natur ist einfach wundervoll und überrascht einen immer wieder. Nach unserem kurzen Zwischenstopp ging es dann weiter für uns Richtung Dschungel, wo wir für die nächsten 3 Tage bleiben werden. Und nächste Station, auf geht's in den Dschungel des Amazonas. Diese Bäume, die große Bäume. Er hat gesagt, kommt Wasser. Und das sind nur die. Nur die Spitze vom Baum sehen. Genau, da kommen alle Wasser. Normalerweise sind das ja alle Wasser. Quarto de hoje, modo econômico, compartilhado. Eita, Dominique tá zoado. Então eu que tô no comando da bagaça hoje. Deu ruim. Schwach geworden. Amazonas schafft mich. A gente tomou um suco no meio do caminho vindo pra cá, de graça. Saft umsonst, tudo mal gut? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Fehler gewesen, keine Ahnung. Wahrscheinlich das Wasser ist nichts für Gringos. É muito. O estômago de gringos é muito delicado. Yeah. Ou seja, tudo que foi de graça, até injeção na testa, não, essa regra não vale pra tudo. Jetzt geht's ein bisschen besser, nachdem ich mich übergeben habe, aber davor. Boah, mal schauen, wie die Medizin von den Indigenen hier wirkt. Hat Laura gerade vom Chefkoch bekommen. Genau. Das Essen war sehr lecker. Ja, das konnte ich leider nicht essen. Schade. O pessoal vai seguir, fazer o passeio, pescar piranha, ver o pôr do sol. Mas o Dominique tá zoado, tá com febre, piorou. Então não vou largar, né? Obwohl es mir noch nicht wirklich besser ging, wollte ich dieses einzigartige Erlebnis im Amazonas natürlich nicht verpassen. Also gingen wir trotzdem nachts mit und suchten nach Alligatoren. Pessoal, aqui a gente tem 3 espécies de jacaré, pessoal. Tinga, açu e pedra. Esse daqui é o tinga. Barriga amarela. Esse jacaré aqui, pessoal, esse daqui pode chegar a 3 metros. Pedra pode chegar a 1,5 metros. Açu pode chegar de 6 a 7 metros. É o maior que a gente tem aqui. Esse animal aqui, pessoal, ele já foi caçado muito para fazer bolsa, sapatos, cintos. Acho que vocês sabem, né? Sim. Hoje não é mais permitido a caça do jacaré. Ele não é mais permitido. Ibama junto com o Ipaã fizeram uma parceria e hoje não é mais permitido. Se vocês olharem na mão da frente, pessoal, 5 dedos. Na mão de trás, só tem 4. O que acontece? Ele se move, mas tudo é pela cauda. Aqui, ó. Tudo é pela cauda. Se cortar essa cauda dele, acabou o jacaré, não tem mais. Vocês podem olhar que ele não tem língua. É uma válvula que ele tem. Ah, que legal. Então vamos lá, soltar ele aqui. Vai, meu filho, se liberta. Desculpa ele. Ok.
Am folgenden Tag wachten wir um 5 Uhr morgens auf, um den Sonnenuntergang vom Wasser aus zu sehen. Okay, es war echt anders als erwartet. Aber auf dem Rückweg konnten wir ein weiteres Mal Flussdelfine entdecken. Und dieses Mal waren es die Rosanen. Wie man sieht, springen sie nicht in die Luft. Im Laufe des Tages lernten wir dann ein wenig mehr über das Leben im Amazonas. Der Amazonas ist nämlich nicht nur ein riesiger Regenwald, sondern wird von den Einheimischen wie eine Art natürliche Apotheke genutzt. Hier findet man natürliche Heilkräfte gegen Kopfschmerzen, Antimoskitomittel und sogar gegen Krankheiten, bei denen die moderne Medizin sagt, es ist unheilbar. O mais que você vai passar vai ser esse tanto aqui, ó, pessoal. Repelente. Repelente. Diese Baum, das ist Amapá. Man muss trinken meio copo do leite dessa árvore todos os dias durante 9 meses para curar pneumonia e tuberculose. Außerdem lernten wir, wie die Indigenen mit diesen Dornen und dieser giftigen Pflanze jagten und wie sie im Dschungel kommunizieren. Laura, was ist das genau? Laura, was ist das genau? Das ist Bicho do Coco. Bicho do Coco. Lavinha do Coco. Hat das Protein? Claro. Okay, dann. 3, 2, 1. Tem gosto de coco mesmo? Joga água. Água, joga água. Quer que vai 3 segundos. 3 segundos na selva. É. War ein bisschen milchig, ne? A little bit like milk, ne? Oh. Tem gosto de coco, mas não. É esquisito. Não. War okay. Nein. Nein? Oh, nein. Und abends ging es dann zu unserer Übernachtung mitten im Dschungel. Unser Guide hat gerade ein Jacaré gesichtet. Jetzt geht's los. Mas der Koch. Wir haben hier unser Café da manhã. Eita. Chegamos. Nossa hospedagem do dia. Acho que aqui é a cozinha para comer. E onde vamos dormir? Acho que é aqui. Vai armar as redes. Aqui o telhado do nosso apartamento é feito com a palha branca que ele nos mostrou hoje durante o tour pela floresta. Wir unser Lagerfeuer für heute Abend vorbereitet. Das wird gekocht. Fisch. Unser traditionelles Kochen heute. Kocht der Reis schon. Lecker Fisch, ein Hähnchen, schön unter dem Lagerfeuer, besser geht's nicht, schönes traditionelles Kochen. Habe ich schon richtig Bock drauf, gleich mal zu probieren. Zieht euch dieses Candlelight Dinner rein, mitten im Dschungel im Amazonas. Eita. This is... Que lindo! Caramba! Muito bom. Muito bom.
só pra deixar registrado que são 3 horas da manhã. Eu não vou conseguir dormir. E você, Dominique? Mas eu não... Isso aqui não é para amadores. Acabei de descobrir. Como foi a noite, Galinha? Ah, isso aqui não é pra amador, não. Deus, meu pai. Dieses laute Geräusch, ne? Dieses mitten in der Nacht. Weißt du, was das waren? Affen. Das aus Macaco? Mhm. War so laut. Com Macaco só ficou pior, mas tem muito barulho de muito bicho e tudo se mexe. E você não sabe o que que é. Aí começa a imaginar. Imagina se é uma onça. Imagina se... Ah. Kaffee. Der Frühstück heute Morgen. Fisch von gestern Abend. Kaffee. Eier. Keine Cracker. So kann man leben, oder Laura? Claro. Das hast du auch mal in Deutschland, ne? Das Feuer ist aus, unser Camp wird geräumt. Alle haben überlebt. Und jetzt geht's wieder zurück. Bevor wir zu unserem Camp zurückfuhren, lernten wir noch etwas über die Latex-Epoche und die Zeit, als Manaus eine der reichsten Städte der Welt war. Latex, pessoal, foi uma época de muito dinheiro no Brasil. Mas teve dois lados. Como a moeda tem, teve dois lados. O lado que o Brasil ganhou muito dinheiro, que o latex repercutiu no Brasil todo, mas teve um lado bom e um lado ruim. O lado da escravidão que aconteceu sobre o latex. Ninguém fala disso, né? Só fala que ganhou dinheiro e tudo. O que acontecia? Ele tinha que sair para extrair esse leite, pessoal, 3 horas da manhã. O que acontecia? Se ele chegasse tarde, ele não podia tirar, porque o leite já tinha subido para cima. Então, ele tinha que chegar 3 horas da manhã. O que acontecia? Naquele tempo não existia lanterna como hoje tem. Lanterna, tem celular. Então dá para focar nos pés todos, porque era dentro da floresta que ele andava. O que acontecia? A partir do momento que ele entrava na floresta, morreu muitas pessoas, porque era muito fácil da cobra morder ou da onça pegar. Isso era muito fácil, porque eles tinham uma lanterna que alumiava, que se chamava poronga, mas só alumiava os pés, não conseguia nem ver 1 metro de distância. Então era uma facilidade para a onça, para a cobra, tudo, e isso atrapalhava. E hoje, pessoal, a borracha aqui não tem mais valor, hoje não se trabalha mais com latex hoje aqui. Não trabalho porque não tem lucro aqui. Uhum. Eu acho que se hoje fosse vender latex, o quilo da borracha ia chegar a 1,20, 1,50 o máximo. Nossa. Então não. Essa trabalheira toda não compensa. Não compensa. Coto. Querem glue? That's not gonna come out like latex. Pra mim não veio, não sobrou. Vamos fazer a camisinha. Uma. Olha. Mas that's full time to get that avocado. É assim como uma vaca. Tá aprendendo. É do Brasil. Tá gostoso? Eita, são as chili beans? Uhum. Uau. É muito picante? É muito. Sim. Aqui ó, só para vocês terem uma noção do que a gente vê muito andando de barco, que é essa marca mais escura, que é a marca da água. São 6 meses baixos e 6 meses alto. E, meu, é incrível. É assim, é surreal você ver essa marca e pensar que tudo isso aqui enche de água, porque é muita água. É muita água. Mas tá aí a prova. É muito doido isso. E aqui está a casa. Danach ging es wieder zurück nach Manaus und jetzt wollten wir erkunden, wie die einst reichste Stadt der Welt heutzutage aussieht. Und wir sind wieder an Land. Jetzt sind wir hier beim Hafen und finden irgendwas zu essen, oder Laura? Muss, ne?
Wahrscheinlich Pirarucu, das Monster des Amazonas. Aquella chifita. Und wir haben unser Mittagessen gefunden. Carne asada de panela. Aqui em Manaus sempre quente? Sempre calor? Não. Faz frio também? Faz. Tem neve? Neve. Neve não. Quer ficar do ano que é frio aqui? Eita, que lecker! Isso é comida de Brasil! Hast vermisst, ne? Habe ich sehr vermisst. Einfach da mitten im Fluss ist ein Jacaré. Não, é um esgoto. Esgoto? Was ist esgoto? Esgoto? Ein Kanal? Kanal de Igarapé? Não precisa ir pro meio da selva não pra ver jacaré, ó. É só olhar no córrego. Der Uber-Fahrer hat gerade erzählt, dass während der Pandemie, als die Quarantäne war und alles gestoppt hatte in Manaus, dass hier die wilden Tiere ankamen. Und die Tiere sind einfach angekommen. In die Stadt also. Ja. Krokodile, also Jacarés. Onça. Onça, Geoparden und so weiter. Also alle gefährlichen Tiere waren dann auf einmal auch in der Stadt aktiv. Die haben sich die Stadt zurückgeholt. Und jetzt sind wir angekommen im Zentrum und hier wartet der Weihnachtsmarkt von Manaus auf uns. Alter, wie schön. E hoje é feriado, não sei que santo que é, mas é feriado santo. O rapaz acabou de falar que vai ter alguma coisa aqui à noite. Então, vamos ver. Lass uns rausfinden. Echt mega interessant, mal einen Weihnachtsmarkt nicht nur in Deutschland zu sehen, sondern auch hier in Brasilien. Eigentlich das gleiche, nur das Wetter ist anders. Nur das Wetter. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zum Theater von Manaus. Wie ich vorhin schon gesagt habe, gab es hier viel Reichtum. Und dieser Reichtum spiegelt vor allem das Theater von Manaus wider. Denn dies war eines der teuersten Gebäude damals, zu der damaligen Zeit, die gebaut wurden. Und wir schauen es uns jetzt an und schauen mal, wie es von drin aussieht. Also, das Theater ist leider schon zu, deswegen können wir uns das nicht von innen drin angucken. Aber sogar von draußen sieht man schon diese Extravaganz vom Theater. Zieht euch mal diese Kuppel rein da oben. Und jetzt gucken wir einfach mal, was auf dem Weihnachtsmarkt hier so abgeht. Hier ist schon Santa Claus, die Rentiere, alles mega schön. Und ich suche mir jetzt Glühwein. Laura, gibt's dir Glühwein? Nein. Kein Glühwein? Dann gibt's halt ein Bier. Den Weihnachtsmarkt im Hellen zu sehen war cool, aber abends bekommt der Weihnachtsmarkt eine ganz andere, lebhafte Atmosphäre. Also genossen wir die Musik, die verschiedenen Lichter, die Dekoration und das Getümmel der Menschenmasse. Ich glaube, das ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, das habe ich nicht erwartet, vor allem hier nicht. Am nächsten Tag fuhren wir dann zum Ponta Negra Beach, ein riesiger Strand am Stadtrand von Manaus. Willkommen am Strand in Manaus. Alter, was für ein schöner Sand. Schöner als Bacterona. Wollte ich auch sagen. Wow, zieht euch diesen riesigen Sandstrand hier direkt am Fluss ran. Wenn man hier langläuft, könnte man auch denken, man ist gerade am Meer. Also echt mega schön dieser Strand hier in Manaus, Ponta Negra, kann ich nur empfehlen. Mal schauen, wie das Wasser jetzt ist. Das Wasser ist schwarz, ne? Rio Negro, oder? Negro. Alter, wie interessant. Aber es sieht klar aus. Warm. Wie schön. Wir haben zwar keine Schwimmsachen mit, aber das kann man sich nicht entgehen lassen, einmal im Rio Negro baden zu gehen, oder Laura? Mit Piranhas. Alter, mit Piranhas, Jacaré, Onça. Ich hoffe hier nicht. Aber das Wasser ist mega warm. Da vorne ist die riesige Brücke auf die andere Seite des Amazonas. Aber eigentlich ist Manaus, auch ähnlich wie Letizia, sehr isoliert.
Man kann ja eigentlich nur... Alter, Laura, da war gerade ein Delfin. Delfin? Direkt da vorne. Echt? Ja. Wenn gibt es Delfin, gibt es Fisch. Und gibt es Piranha. Und das Beste hier ist, das Wasser brennt nicht in den Augen, weil es kein Salzwasser ist, sondern Süßwasser. Und es ist auch so, dass man einfach mit Uber hier kommen, ja. Kann man nicht kein Boot nehmen. Und um den Tag in Manaus abzuschließen, eignet sich der Ponta Negra Beach super, um einen wunderschönen Sonnenuntergang am Wasser zu sehen. Was für ein krasser Sonnenuntergang hier. Und direkt auf der anderen Seite vom Strand ein kleiner, schöner Weihnachtsmarkt. Realmente, aqui dá a impressão de que você está na praia. An unserem letzten Tag erkundeten wir dann nochmal einen echten Geheimtipp, den Praia da Lua, ein Strand, welcher nur während der Trockenzeit erreichbar ist. Zu besuchen, weil wir in der Trockenperiode sind. Aber sobald der Regen wieder anfängt und der Fluss größer wird, ist all das hier komplett unter Wasser. Das heißt, man kann hier nicht immer herkommen. Aber zieht euch das rein. Der Sand, mega schön, weiß. Wirklich wie Karibiksand, ähnlich wie auf Aruba. Hätte ich nicht erwartet. Sehr, sehr schön. Also Manaus hat echt viel zu bieten. Du hast die Historie, das ist eine der reichsten Städte der Welt war. Du hast die Architektur aus Europa mit dem Teatro Amazonas. Ja, Strände, top. Essen, anders hier, auch top. Sehr, sehr schön. Überrascht mich, Manaus. Der Amazonas, ein außergewöhnlich riesiges Gebiet, von dem wir leider nur einen klitzekleinen Teil erkunden konnten. Dennoch hat es gereicht, um einen Eindruck in die Region zu erhalten und die unglaubliche kulturelle und landschaftliche Vielfalt kennenzulernen. Hier erwartet dich eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt, der größte Fluss der Welt, warmherzige Menschen, unglaubliche Landschaften, einzigartige Städte und sogar Strandparadiese. Wahrscheinlich erwarten dich hier noch ganz viele weitere Dinge, die wir in einem Monat Reise gar nicht entdecken konnten. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Orte ihr besucht habt und wie eure Erfahrungen und Eindrücke waren. Verlassen tun wir dieses Gebiet mit einzigartigen Erlebnissen. Und ab jetzt geht unsere Reise weiter in Brasilien.